wunderschönen guten Mittag zusammen. Ich glaube, heute muss ich gar nicht so schreien. Es ist der 12. Januar 2018. Wir waren vorhin guter Dinge, als es auftut. Jetzt tut es wieder zu, vielleicht tut es wieder auf. Wir sind auf dem Dornen. Jetzt weiss ich die Referenz im Moment nicht. Auswendig 2079 Meter hoch. Wir sind aufgestiegen vom Diemtigtal. Alles mit den Schneeschuhen. Und wir haben wirklich unser ganzes Equipment gebraucht. Also wir haben auch das Navi gebraucht heute von Garmin. Unser Oregon 750T. Weil wir haben den Weg also nicht gefunden ohne Navigationssystem. Sichtweite zwischen ihnen 10 Meter und nicht mehr. Aufgelaufen ist überhaupt noch niemand. Wir sind die Allerersten. Jetzt bauen wir auf für die SOTA-Aktivierung. Das gibt einen 8-Punkter plus 3 Punkte. Die haben wir uns auch verdient. Und wir haben hier, sind wir dabei, unseren Mast aufzubauen. Unseren ultraleichten Teleskopmast. Wir haben ihn jetzt schon ausgezogen. Man sieht, es ist 5 Meter lang. Und wir machen ihn jetzt mit den Klettbändern an. Wir haben jetzt vorher mit dem Film angefangen, weil wir noch schnell doch vermitteln wollten, dass es doch einmal blau war. Wir sind gespannt, oben, wie es ausgesehen hat oder ausgesehen heute mit der Kombination auf dem Lauberhorn. Weil ich denke, das ist unwesentlich höher als wir hier sind. Wir hoffen für die, dass es dort heben. Jetzt sind wir aktivieren. Ich bin der HB9NBG von Lutz Electronics, www.lutz-electronics.ch. Und Garin, HB9 Fox Zulu Charlie, ist gerade am Film im Moment. Jetzt bauen wir auf und melden uns später noch einmal schnell. Bis später, tschüss zusammen. Also, viele Russen hat es. Jetzt bin ich noch mal da. Guten Nachmittag zum Zweiten. Hier auf dem Dornen, HB Bravo Echo 117. Das wissen wir jetzt. Bravo Echo 117. Es ist arschkalt. Ich sag's jetzt. Es ist arschkalt. Und für die deutschen Zuschauer, es ist saukalt. Sorry für den Ausdruck, aber es ist wirklich kalt. Wir sind auf den Dornen raufgelaufen, im völligen Nebel. Und jetzt hat es wieder komplett zu hier. Wir sind nachher sicher das Navi wieder haben und unseren Spuren folgen. Wir haben aktiviert auf 40 Meter. Wir haben sehr viel Traffic drumherum, wo ich ein bisschen das Leben schwer gemacht habe. Aber es ist gegangen mit HB9NBG SOTA Dipol, wo wir aufgespannt haben, ja, den Mast, den wir gesehen haben. Und das Gegengewicht haben wir hier am Boden ausgelegt. Der KX2 mit dem Tuner hat den Rest gemacht oder getan. Und das ist sehr, sehr gut gegangen hier. Wir haben uns aufs absolute Minimum beschränkt. Ich möchte uns an dieser Stelle entschuldigen bei allen, die es noch arbeiten wollten. Aber es liegt heute nicht drin. Wir haben noch 2 Stunden Abstieg jetzt bis abends wieder oberhalb von Zwischenfliehen. Wir sind gestartet und wir enden beim Parkplatz Männiggrund. Für die, die das nachlaufen wollen. Und die Karten seht ihr ja auf dem Film. Am Anfang habt ihr die Einblenden gesehen. Okay, melden uns wieder ab. Herzlichen Dank. Alle weiteren Informationen www.lutz-electronics.ch. Besten Dank und herzlichen Dank an Garin, HB9 Fox Zulu Charlie, HB9NBG René bin ich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Guten Abend jetzt. Wir haben es also geschafft, sie wieder die Zunge vom Dornen. Es war eine gigantische Schneeschuhtour. Und die 3 Bonuspunkte, die haben wir uns also verdient. Was ganz wichtig war heute, ist unser Navi.
Das hat uns wirklich den Weg gezeigt. Man sieht hier drauf auch noch, als man wirklich gerade die Karte auf dem Navi drauf hat, mit dem blauen Pfeil sehe ich gerade, wo wir sind im Moment. Und das ist das, was das Navi an einer Karte voraus hat, an einer Karte auf Papier. Wenn man sich verlaufen hat, sieht man, wie weit ist man weg von diesen Gälen, von den Wanderwegen. Jetzt schauen wir gerade schnell die Auswertung anschauen zusammen. Schauen wir das entriegeln hier. Gehen hier mal durch. Also, wir waren 4 Stunden 40 unterwegs, 1 Stunde 22 haben wir Pause gemacht davon. Das macht 3 Stunden 9,10, wo wir gelaufen sind. Wir sehen einen Durchschnitt in Bewegung von 2,7 Stundenkilometer. Wir sehen auch, also wir haben 9 Kilometer gemacht. Jetzt gehen wir ein bisschen auf die Seite da, weil jetzt kommt ein Auto. Wir haben rund 9 Kilometer gemacht für einen Auf- und für einen Abstieg. Und wir sehen auch noch hier, nebenbei gesagt, der Sonnenuntergang ist in einer Stunde und 6 Minuten. Heute hat man sie nicht gross gesehen. Jetzt schliessen wir das abschließen, die Sache. Und da gehe ich hier ins Aktivitätenprotokoll, nehme die aktuelle Aktivität und dann sage ich hier Stopp, das ist jetzt beendet und das hier speichern. Und jetzt sehe ich alles. Also wir sind 907 Meter auf und 910 abgestiegen. Das sieht man hier. Wir haben ganz 8,96 Kilometer gemacht. Wir sehen hier unten, der Höchstpunkt war 2099. By the way, noch Kalorien, interessiert kein Mensch. Wenn man sich gesund fühlt, ist das alles wunderbar. Und jetzt nehmen wir das hier abspeichern. So. Und jetzt haben wir den abgespeicherten Track. Ist also eine geniale Sache. Das ist Oregon 750T von Garmin. Wir feiern das bei unserem Sortiment selbstverständlich www.lutz-elektronics.ca. Und dort findet ihr unter SOTA Portable findet ihr auch Garmin-Navigationssysteme. Haben wir selbstverständlich auch Lager verfügbar bei uns. Und jetzt setzen wir ins Auto. Und nachher machen wir uns von hier, jetzt sind wir Parkplatz Männig Grund, machen wir uns auf den Weg Richtung Föhrens zu zuerst und nachher ins Simmental rein und fahren das ganze Simmental auf, über den Jaunpass. Und dann gehen wir im Fang ins Hotel Hochmatt, so heisst es. Und dort fein, zuerst einmal feins Aperöli uns genehmigen, nachher eine feins Nacht. Und morgen geht es dann auf den Hund zurück vom Jaunpass. Sehen wir uns morgen. Bis morgen dann. Tschüss zusammen.